Frau Abühl, Sie kommen in eine Partie, die fast schon entschieden aussieht. Und dann gibt es noch einen Turnaround. Was ist passiert? Ja, also für mich selber ist es auch schwierig zu erklären. Also Basel hat halt auch viel mehr Druck gemacht am Schluss. Aber eigentlich ist es wirklich auf unserer Seite der Fehler. Wir haben den Ball nicht können ruhig laufen können, wir haben das Spiel nicht können beruhigen. Auch hinten sind wir nicht mehr ganz konsequent auf den Ball gewesen oder in den Zweikämpfen gewesen und kommen dann schlussendlich ein Goal nach dem anderen über. Wahrscheinlich ist es auch eine mentale Sache nachher auch gewesen. Wir haben das schon mal erlebt und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch in unseren Köpfen noch drin gewesen ist. Aber schlussendlich ist es wirklich völlig auf unseren Fehler gewesen, dass wir dort einfach das Spiel nicht beruhigt haben, ein paar einfache Bälle gesucht haben. Ja. Bleiben wir gerade bei hinten nicht so gut zugewiesen. Sie haben auf der falschen Seite müssen spielen, wo sie gekommen sind, rechts. Normalerweise spielen sie über links. Wie hat sich das angefühlt? Was war das für Sie? Also schlussendlich spielt es mir überhaupt keine Rolle, ob ich links oder rechts spiele. Also ich bin eigentlich auch Rechtsfuß, von dem her kommt es mir auch entgegen. Also ich habe da eigentlich keine Präferenz. Von dem her war das nicht ungewohnt gewesen oder so. Außenverteidiger ist Außenverteidiger und das Prinzip liegt eigentlich das Gleiche. Ja. Jetzt habt ihr so ein falsches Heimspiel gehabt, weil ihr ja in Kriens gespielt habt. Aber von diesen 1083 Fans ist ein Großteil wahrscheinlich ein Fan von euch gewesen, oder für euch gewesen, wenigstens. Könnt ihr trotzdem etwas Positives von diesem Match abgewinnen, abgesehen von dem Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage? Also ich muss sagen, es ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, mal vor so vielen Zuschauern hier in der Schweizer Liga zu spielen. Es wäre schön, würden immer so viele Leute kommen und uns die Anerkennung geben, weil schlussendlich, finde ich, hätten wir es auch verdient, dass immer so viele Leute würden kommen. Also das sind sicher die positiven Sachen. Der Platz hier ist auch mega gut. Wir haben auch schon hier darauf trainieren. Also der SD Kriens ist uns hier mega entgegengekommen. Also ich würde gerne wieder mal hier spielen und auch vor dieser Kulisse auf jeden Fall, ja. Und wie macht ihr das jetzt als Team, dass ihr trotzdem eigentlich nicht einen Fehlstart würfen, nach 20 Sekunden mit der Führung an? Und trotz den letzten 15 Minuten, wo euch durchgestochen habt, dass ihr die nächste Runde schon wieder Vollgas gebt und so spielt wie die ersten 65? Ja, also die Saison ist ja noch lang, es ist das erste Spiel. Klar hätten wir gerne mit einem Sieg gestartet, aber wir nehmen jedes Spiel, also wir schauen von Spiel zu Spiel, probieren gut zu trainieren unter der Woche, aus unseren Fehlern zu lernen und nachher im nächsten Spiel voll angreifen.